Willkommen zurück, immer noch Tag 2. Wir sind gerade die kleine Zombie-Horde losgeworden und da hinten zwischen den Bergen kann man sehen, da ist eine Stadt. Das ist eine der neuen Errungenschaften der Weitsicht, die jetzt so weit ausgebaut wurde, dass man eben auch noch sehr weit weg Gebäude sehen kann. Auf die Distanz wären die jetzt so normalerweise nicht mehr sichtbar gewesen. Und nicht nur, dass man dort Gebäude erkennen kann, sondern man kann bei mir zumindest ohne größere Performanceverluste auch die Gebäude von hier aus schon schön unterscheiden. Jetzt werden wir uns mal in die Richtung begeben. Und da ich jetzt keine Pfeile oder nur noch wenig Pfeile habe. Oh, da ist wieder ein Wolf. Man muss auch mal ein bisschen gucken. Im Nahkampf hatte ich die noch nicht. Und bevor ich das nicht genau einschätzen kann, machen wir da erstmal einen Bogen. 8 Pfeile. Wir sollten noch nebenbei mal schauen, dass wir hier ein bisschen Federn sammeln. Und noch ein Zombie. Oh Gott, die kennen wir auch noch nicht. Die ist ja nackig, die Kleine. Mensch. Ja. Wir werden uns mal, haben wir was zu futtern dabei? Nur den Honig, den heben wir mal auf. Wir werden uns mal so ein Tablettchen einwerfen. Jetzt kann man schön sehen, wie ich das in den Folgen davor schon mal erklärt habe, wenn man diese Painkiller nimmt, die bringen einem zwar Energie oder Leben zurück, fressen aber doch unheimlich viel an Flüssigkeit. Man bekommt sofort Durst. Zum Glück hatten wir noch genügend Wasser dabei und haben ja inzwischen auch ein Töpfchen. Die leeren Gläser hatten wir mitgenommen, genau. Wir werden dann auch gleich mal sehen, dass wir irgendwo Wasser sammeln. Aber da hinten ist ein Schneebiom. Wasser ist also überhaupt kein Problem. Dafür können wir nämlich auch einfach den Schnee einsammeln und den dann entsprechend zu Wasser machen. So, wir werden mal noch auf den nächsten Hügel. Also wie gesagt, das Nevis Gain, also nicht die Random Map. Ich höre schon wieder einen Wolf. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die neuen Errungenschaften der Alpha, da drüben ist der Bär, den kennen wir schon, der sich in der Nähe unserer Unterkunft aufhält. Aber Wölfe gibt es doch echt eine Menge. Ich glaube, haben wir den jetzt an der Backe? Nee. Ja, also mit den Bären, mit den Wölfen haben sie es echt gut gemeint. Da oben läuft er, sehe ich gerade. Mal gucken, wir müssten hier eigentlich durchkommen. Also hat man wirklich sehr viele. Das ist wohl so, dass man dann, keine Ahnung, mal ein bisschen zeigen will, was man so kann. Wie gesagt, also wie schon mal erwähnt, das ist nicht die Random Map. Aber wie gesagt, ich habe die eigentliche Original-Map, diese Nevis Gain, seit Erscheinen der Random-Map nicht mehr gespielt. Die ist ja nur um einiges größer geworden. Sicherlich gibt es noch ein paar Locations, die es damals schon gab, aber auf jeden Fall bin ich mal sehr gespannt, wie die sich so verändert hat. Also bis jetzt kann ich mich noch absolut nicht orientieren. Ich gehe mal davon aus, dass ich eher im Norden bin. Ja, also da oben ist der Händler übrigens eingezeichnet. Ist immer, sobald man die 8. Quest hat, findet den Händler, wird das auf der Karte eingezeichnet. Nordöstlich war immer das Schneebiom. Das scheint auch immer noch so zu sein. Und im Norden mittig eher so grün. Und wenn man nach Süden kommt, ist man erst durch so eine Art zerstörtes Biom durch in die Wüste gekommen. Und das wird wohl sicherlich noch immer so ähnlich sein. Ich hatte halt nur in verschiedenen Patch-Notes gelesen, dass die Map größer gemacht haben. So, hier haben wir ein Krankenhaus. Ein sehr, sehr großer Gebäudekomplex. Wäre sicherlich mal sehr interessant, das zu einer Basis auszubauen, aber da müsste man dann gleich zu 4, zu 5, zu 6 drin wohnen. Hirschi.
Comeback, genau. Ansonsten, so zombie-technisch ist hier relativ ruhig. Ah, hier unten haben sie auch direkt eine Apotheke in dem Gebäude drin. Also in den Autos ist kaum noch was zu finden. War, das war früher auch schon mal mehr. Poppenpilz, das ist die Apotheke hier. Der geht mir aber auf den Sack, ja. Der ist echt hartnäckig da, der Bursche. Apotheken sind natürlich immer sehr interessant, weil man dort die guten Bandagen, die auch gleichzeitig heilen, finden kann, weil man dort natürlich auch die Antibiotika finden kann. Oh, er hat Musik im Blut, ja. So, oh, da ist wieder einer der Schlafenden. Mal gucken, ob wir den gleich in die Rübe treffen. Natürlich nicht. Geil, da ist der Kopf durch die Glas gebackt. Und da konnte ich ihn natürlich auch nicht treffen. Der cheatet, der Bursche. So, diese Gebäude habe ich tatsächlich so aus der Nähe noch nie gesehen. Ich kenne es nur aus Videos. Das gibt es auf der Random Map möglicherweise ja nicht, weiß ich nicht. Also ich hatte es zumindest noch nie. Machen wir hier mal reingucken. Oh, Farbe. Ja, eins der neuen Items, eins der neuen Rohstoffe, die man verwenden kann. Kann man also, wie man sieht, offensichtlich auch finden. Sehr schön. Eine Essensdose, auch sehr schön. Und noch eine Essensdose. Ah, hier. Und das sind die Medizinschränkchen der Apotheke. Also das ist hier wie so eine Tapete draufgeklebt. Da sieht man so diese Pillen. Behältnisse und da haben wir jetzt Vitamine gefunden. Damit kann man zum Beispiel Durchfall heilen. Ah, genau hier eine schöne First Aid Bandage. Kann man gerade am Anfang oder kann man schon herstellen, natürlich, aber wir haben jetzt noch kein Aloe Vera und haben eigentlich auch noch andere Sachen zu tun. Von daher ist es schön, wenn man sowas findet. Gläser haben wir jetzt. Wasser habe ich immer auf der Schnellstartleiste. Da kann man sich im Notfall nämlich auch ein bisschen Ausdauer wieder mit herstellen. Da schlafen schon wieder Zombies. Muss man jetzt echt vorsichtig sein. Also nicht durch die Gebäude durchsprinten. Ein Kumpel von mir. Oh, die stehen so, ja. Auch interessant. Macht ja, man erinnert sich so ein bisschen, man fühlt sich so ein bisschen an The Walking Dead erinnert. Dieser Raum hier übrigens mit dieser nach sagen wir mal Balustrade im Obergeschoss erinnert an eine Polizeistation. Die war so ähnlich aufgebaut. Im unteren Bereich sah sie natürlich anders aus. Oh ja, und wir haben keine Pfeile mehr. Da verzichten wir. Da liegen so ja drei da drüben. Ja. Getränke, Schränke sind immer sehr angenehm. Da findet man Bier drin, allerdings auch gerne mal Wasser, wie eben wieder, oder eben einfach leere Gläser. So haben wir schon wieder drei Wasser zusammen, ohne was abgekocht zu haben. Damit kommen wir problemlos über den Tag. Hier immer schön Bogen drum machen, hatte ich schon mal gesagt. Macht die Geräusche. Und da wir jetzt diese schlafenden oder inaktiven Zombies hier haben, da ist wieder einer. Sollte man doch tunlichst vermeiden, Geräusche zu machen. Ich höre da unten einen Wolf oder einen Hund, ja. Und ein Hirsch ist da, glaube ich, gerade verendet.
Ja, wenn man sowas hört, dieses Geräusch eben, ist eben, das macht der Hirsch immer dann, wenn er den Löffel abgibt. Kann man schon, wenn man möchte, mal schauen, ob man das sieht, ob man den findet. Das ist natürlich Fleisch for free. Ein riesiges Gebäude. Also, ich glaube nicht, dass das als Basis gut geeignet wäre, aber das wäre mal interessant. So, hier irgendwo scheint das Wölfchen zu sein. Oder das ist einer von diesen Zombie-Hunden, die kennen wir ja. Müsste das ja theoretisch auch noch geben. Möglicherweise haben die auch einen neuen Sound bekommen. Das kann ich jetzt nicht einschätzen. Da haben wir jetzt einen Zombie, der wahrscheinlich schon wach war. Krankenschwester. Man kann schon sehen, dass die nicht sonderlich intelligent sind. Ne? Die läuft jetzt einfach vor die Wand und versucht sich da durchzuschlagen. Da ist wieder ein Getränkekühlschrank. Sagt die Uhrzeit 18 Uhr. Wir müssen uns dann langsam auch, nach Hause orientieren. Wir werden jetzt mal schauen, dass wir irgendwo Wasser auftreiben können, damit wir ein bisschen relevantere Mengen Wasser abkochen können. Wollen wir erst mal schauen, dass wir hier aus dem Krankenhaus wieder rauskommen und dann noch mal draußen schauen. Im Zweifel noch mal schnell ins Schneebiom hochdüsen und dort ein bisschen Schnee abbauen. Aus dem Schnee kann man und den leeren Gläsern kann man dann schmutziges Wasser herstellen. Also man tut den Schnee dort quasi rein, man craftet das und das kann man dann abkochen und dann hat man entsprechend trinkbares Wasser. Ein paar, oh hier, das meine ich, da ist der Hirsch verendet. Den nehmen wir natürlich mit. So, hat uns 17 Fleisch gebracht. Ja, also so ein Hunting Knife, wenn man das am Anfang findet, das ist schon sehr, sehr, sehr praktisch. Auf der Seite müsste irgendwo der Hund gewesen sein oder der Wolf ist ein Wolf. Kann man von hier schön sehen, da sieht man den Schweif hinten. Der versucht da irgendwie durch die Tür durchzukommen. Ja, schönes Örtchen, ne? Wir haben sie hübsch, hübsch gestaltet. Also ich denke mal schon, dass wir dann am Tag 3 dann unseren Wohnsitz hierher verlegen. Hier gibt es viel zu looten. Hier gibt es auch gute Möglichkeiten, sich in einem Obergeschoss, in einem Haus erstmal einzurichten. Das ist ja auch das, was ich zeigen wollte, was wirklich Sinn macht. Es sind auch nicht wirklich viele Zombies hier unterwegs. Das wundert mich ein bisschen. Also ich habe alles auf 100% eingestellt, also auf normal, sagen wir mal, ne? Den Spawn und so weiter. Von daher kann es eigentlich nicht an den Einstellungen liegen. Eventuell ist das jetzt so oder vielleicht ist es auch ein Fehlerchen, keine Ahnung. Erstmal den hier. Ja, wenn ihr keinen Platz mehr habt, dann macht es durchaus Sinn, mal zu schauen, ob ihr was zerlegen könnt. Und die Dosen hier brauchen wir zum Beispiel auch nicht. Da höre ich jetzt gerade was. Ja, Zombie. Gut, guck noch mal kurz auf die Map. Haben wir hier ein Gewässer? Nee, haben wir nicht. So, dann mal Richtung Heimat, da lang. Mal schnell noch ein bisschen Schnee einsammeln. So, auf dem Hügel war, glaube ich, auch ein Wölfchen. Also man muss jetzt echt ein bisschen schauen. Habe ich schon wirklich die Erfahrung gemacht. Ich bin in den Alphas davor, da, oh, das ist einer von diesen, das ist der zweite, die zweite Art Wolf, ein sehr, sehr großer, schwarzer Wolf, der soll nochmal ein Stück weit gefährlicher sein als die normalen Wölfe. Da machen wir auf jeden Fall auch mal einen großen Bogen drum. Werden wir uns natürlich auch mal im Fern- wie auch im Nahkampf mal zu Gemüte führen, die Tiere, dass man das ein bisschen einschätzen kann. Ich höre da oben schon wieder einen Wolf, das ist ein grauer, habe ich schon gesehen. Also Wölfe gibt es hier echt en masse. Also es macht durchaus Sinn, nicht so einfach nur durch die Wälder zu rennen, so wie ich es jetzt hier gerade mache, wenn man das Gefühl noch nicht so dafür hat. Also die Wölfe kommen doch recht häufig vor und wenn man denen so ein bisschen in die Arme läuft, dann kann das auch wahrscheinlich relativ schnell problematisch werden. Haben ja auch Freunde von mir, der Theo und der Marc, schöne Grüße an dieser Stelle, berichtet. Wölfe überall.
auch nicht mehr so, wie schon erwähnt, einfach in die Häuser reinrennen. Man muss einfach ein bisschen vorsichtiger, unter Umständen auch mal ein bisschen ruhiger, ein bisschen eher im Schleichmodus sich fortbewegen. So, Schneebium, Schweinchen. Schweinchen brauchen wir jetzt nicht, wir haben 17 Fleisch gefunden. Wir werden auch mal auf der Schneebium-Seite mal eben... Oh, hatte ich jetzt überhaupt noch Platz? Da schmeißen wir das mal weg hier. Beziehungsweise das scrappen wir. Das werfen wir weg, brauchen wir nicht. Wenn man das Schneebiom schon so vor der Haustür hat, ist es natürlich durchaus sinnvoll, wenn man hier nach Federn Ausschau hält, weil die sich hier doch sehr viel besser vom Boden abheben. Das ist ja irgendwie meistens so, dass wenn man jetzt ganz gezielt versucht, Nester zu finden, dass man die, ich höre einen Zombie, da ist er. Die Lumberjacks, die sind auch nicht ohne. Also man kann die Nester hier sehr viel besser erkennen. Da ist noch einer. So, wie viel Schnee haben wir jetzt? 12. Hier ist Kohle. Habe ich schon mal erwähnt, ne? Kohle gibt es im Schneebiom. So, was wir jetzt hier sehen können, ist links, hatte Katz schon mal erwähnt, wir werden jetzt nass. Also man kann sich unterkühlen, nicht nur durch die Außentemperatur, sondern einfach durch die Tatsache, dass man durchnässt ist. Wir haben ja nur diese Plant-Fiber-Klamotten an und man kann sehen, wie die Nässe immer weiter steigt. Und wenn wir jetzt mal auf unseren Charakter schauen, werden wir sehen, dass die Temperatur fällt. Wir waren bei 82 Grad Fahrenheit. Das ist relativ warm. Wir sind halt gerannt. Ja, das hat auch Auswirkungen, wenn wir in einem relativ warmen Biom, jetzt muss ich aufpassen, rennen. Da sind noch zwei Lumberjacks, meine Herren. Jetzt fängt es an zu schneien. Ist übrigens sehr schön gemacht. Ich mag das vom Feeling her. Da ist eine Krankenschwester. Aber wie gesagt, ihr habt gesehen, die Temperatur fällt. Wenn man relativ warm in dieses Gebiet reinkommt, kann man sich wirklich eine Weile, da ist ein Wolf wieder, darin aufhalten. Kein Problem. Sobald dann aber das Schneesymbol, so eine Art Frostsymbol angezeigt wird, auf der linken Seite, da wo jetzt auch der Regenschirm ist, sollte man sich auch langsam aus dem Gebiet herausbegeben. Meine Herren, da ist eine ganze Horde. Ja, also was sie jetzt an den Städten so ein bisschen... Oh, da, guckt euch das an, Horde. Das ist so eine der sogenannten Wanderhorden, heißen die. Die laufen einfach quer über die Map von A nach B und ja, wenn man Pech hat und wohnt einfach in ihrem Weg, dann hat man auch unter Umständen am Tage mal eine Horde vor der Haustür, die anklopft und freundlich fragt, ob sie rein dürfen. Die verhalten sich ansonsten völlig genau, wie man das von Zombies erwartet. Das heißt, die orten ein, die riechen ein, die sehen ein und dann nehmen sie die Verfolgung auf. Am Tage ist es allerdings kein Problem. Habt ihr gesehen? Der Dicke hat den Kleinen gehauen. Ich hab's genau gesehen. Ja, da ist wieder ein Hirsch. Übrigens sehr schön. Ich muss mal einen Screenshot machen. Achtung. Toll. Jo, jetzt wollte ich nochmal schnell auf die Temperatur schauen. So, jetzt sind wir schon um 10 Grad Fahrenheit gesunken und fällt weiter. Und das bleibt auch so. Und wir würden dann jetzt mit dem bisschen Bekleidung, was wir haben, auch früher oder später zu Tode kommen. Es gibt nachher Bekleidung wie lange Ledermäntel, Lederjacken, die relativ wasserdicht sind. Es gibt sogar Bekleidung, die dafür sorgen kann, dass man in dem Gebiet hier, in dem wir uns gerade aufhalten, sogar überhitzen kann, wenn man nicht aufpasst. Da muss man dann ein bisschen ja, hin und her switchen. Jacke an, Jacke aus. Andere Möglichkeit gibt es da nicht. Das ist manchmal ein bisschen lästig, aber wenn man eben gezielt ins Schneebiom gehen möchte, dann muss man eben entsprechend schauen, dass man sich, auch wenn es einige Slots belegt, entsprechende Kleidung mitnimmt. Die kann man nicht anziehen, weil man dann eben hier eben entsprechend in dem Biom wieder relativ schnell überhitzen würde. Da muss man einfach ein bisschen flexibel sein. Finde ich nicht verkehrt. Ist ein gewisses Maß an Realismus. Da hinten ist unsere Tankstelle. Da laufen wir jetzt hin. Und ja, wir werden dann den Schnee in Wasser verwandeln und haben dann erstmal genug zu trinken, hoffe ich. Wir können ja direkt mal gucken.
Leere Gläser haben wir und Schnee haben wir. Da. Brauchen wir 12 Stück. Also pro Schneeeinheit und pro Glas ein Glas Wasser. Brauchen wir Feuer für, haben wir gerade gesehen. Machen wir also über ein Campfire. Ist einer noch der wenigen letzten verbliebenen Doppelarbeitsschritte. Das war bei vielem damals so. Man muss also erst aus dem Schnee schmutziges Wasser herstellen. Und aus dem schmutzigen Wasser kann man dann Trinkwasser herstellen. So war zum Beispiel auch beim Gras, bei den Plant Fibers. Man hat erst das Gras gemäht, hat dann aus dem Gras entsprechend dann in einem weiteren Arbeitsschritt die Fasern hergestellt. Beim Holz war es genauso. Man hat einen Baum gefällt und hatte dann quasi die Baumblöcke in der Tasche und musste daraus dann erst einzelne Holzprodukte herstellen, wie zum Beispiel Stäbchen, also Sticks, aus denen man dann wiederum erst die Pfeile herstellen konnte. Das sind so Zwischenschritte, die nach und nach abgebaut wurden, die das Spiel vereinfachen sollen. Ich persönlich bin damit nicht ganz so glücklich. Stört mich jetzt allerdings auch nicht. Es ist halt so. So, jetzt machen wir mal 2 Woodframes und stellen die hier in das Loch. Ich hätte vielleicht erst die Woodframes herstellen sollen und dann die Pfeile, aber ja, die 20 Sekunden haben wir auch noch. Wir sind dann auch schon wieder so langsam am Ende einer Folge. Wir werden dann hier noch die Nacht überstehen und dann am nächsten Tag werden wir dann, würde ich sagen, in die Stadt umziehen. Da picken wir uns erstmal ein schönes Häuschen raus. Ich hätte ja echt Bock auf das Krankenhaus. Mal gucken. Da hätten wir auch erstmal eine ganze Weile zu tun, um das. Jetzt kann man übrigens sehen, was passiert, wenn man das Inventar voll hat und man unten etwas angefangen hat zu craften, dann hört er auf und gibt den Hinweis. Und wenn man jetzt irgendetwas nimmt und damit, machen wir das jetzt mal weg. Hier machen wir mal Scrap draus. Das sind 2 Arrowheads, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Cobblestone. Wenn wir jetzt einfach so einen Slot freigemacht hätten, dann hätte der sofort angefangen weiter zu craften. So, die Nacht ist hereingebrochen. Sehr bedrohliches Geräusch. Spätestens jetzt sollte man in einem halbwegs sicheren Bereich sein. Und wir sind gehuntet. Ja. Also erstmal aufs Dach. Dann mal schauen, was da unten los ist. So, die werden sich jetzt definitiv hier in die Tankstelle reinhauen. Das können wir auch nicht verhindern. Wir können mal gucken, ob wir die irgendwo sehen können. Da sind sie schon drin. Was ich jetzt hier mache, ist in erster Linie ja nicht die Zombies umzulegen, sondern ich will sie daran hindern, möglichst mir die Hütte unterm Arsch kaputt zu machen. Ja. Also man kann die Aufmerksamkeit auf sich lenken und sie dann so ein bisschen wegziehen, so ein bisschen steuern. Wenn sie hier, das ist nur ein Überdach, hier unten rumrandalieren, ist mir das eigentlich erstmal egal. Wobei man auch hier aufpassen kann, etwa in den Varianten davor, ist durchaus so, dass wenn so eine Zapfsäule von einem Zombie zerhackt wurde, dass die dann auch in die Luft geflogen ist. So, jetzt sind sie wieder unter mir an der Wand angekommen. Also, ja, hier sind immer Hunted. Ja, ich bin ja auch ein bisschen... Ich habe das Fleisch noch in der Tasche. Ich Experte. So. Ja, so ein typisches Beispiel. Also die haben mich einfach hier rochen. Da konnte ich jetzt machen, was ich wollte hier oben. Ich war immer hunted. Die sind jetzt auch unten drin. Und im Grunde müssen wir jetzt hauptsächlich darauf achten, dass die da oben nicht durch die Luke durchkommen. Das war... ja immer durchaus ein Problem für die Burschen. Allein schon in den Eingang zu finden, das Loch zu finden da oben. Ja, aufregende zweite Nacht. Ja, so ist das, wenn man nicht aufpasst. Dann kann sowas schon mal passieren.
Ich werde mal schauen, dass wir hier die Nacht überleben und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.